Zieh durch. Das Problem ist, dann lässt du die arbeiten und wird halt immer schwer. Jetzt einfach angreifen. Ja, einfach angreifen. Einfach angreifen. Just attack. Neue Angriff. Ich rette einfach weg. Hallo, du hast was vergessen. Geht wieder gut los. Also Leonidas, Zeit für ein Rematch. Das wird anders. Nein, mais. Ja, hop, il a la différence. Juste la place au nom. Bon, après, c'est surtout là, il est très fort. C'est logique. Ah, technique, il n'y a pas. Mais c'est la force là. Non, là, c'est des poignées comme ça. Gut. Ah, mais il a compris, non, mais Rot a compris le concept. Tu. Ouais. Ja. Gut? Ne, tu. Ouais. Gut. Gut. Gut, dann Shoulders. Shoulders. Und ausdrehen. Straight. Straight. You have to straight your wrist. Okay. Ready, go! Ah, ja. Ja, klar. One more? Not excuse. Gut. Okay, ausdrehen. Sorry. Ja. Ah, das ist gut. Stück zu testen? Ja, okay. Ready, go! Okay. Oh. Hallo! Il est là. Hallo! Hi. Deine Seite, also quasi, du könntest darüber gehen, aber nur bei deinem Bein. Du musst ihn frei machen. Okay, also manche stützen sich auf dem anderen Bein halt, also auf dem anderen Tischbein ab, auf der Gegenseite und so, dass der Gegner das nicht möchte. Warum habe ich ihn nochmal eingeladen? Frau jetzt possible. He's, I don't know, he's genetic freak. Oh. Chernobyl. Yes, Chernobyl. Okay. Impossible! Aber gib ihm mal die Tischseite. Warte, jetzt bei ihm. Jetzt bei Dilly. Und jetzt weiß ich nicht weiter. Beim Pferd. Jetzt bei Tetze, hä? Jetzt durch. Bei Tetze. Und jetzt mal rundherum und ums Aus. Mit dem Fernstrap habe ich jetzt. Zieh. Die beiden Hände sind zu dick. Strap ist zu dick. Strap ist da. Du brauchst einen halben Meter mehr. We need more strap. Strap under the strip club. Die hat auch Gäste. Ihre beste Freundin ist schwanger und der Mann sind da. Maschine. I get warm. Ready? Ja. Okay. Gut, ja. Zieh durch. Das Problem ist, dann lässt du die arbeiten und wird halt immer schwer. Jetzt einfach angreifen. Ja, einfach angreifen. Einfach angreifen. Just attack. Ich rette einfach weg. Hallo, du hast was vergessen. Das ist aber jetzt echt hart. Ah! Warum läuft das hier, ey? Besser. Aber unten rum läuft noch. Solange unten rum läuft noch. Sechs Ferkeleien gehen noch. Für später. Oh, ich muss nicht so fit sein. Wie geht's?
Mais pour Mathias, il s'échauffe. Là, il ne s'est pas échauffé avant avec toi, ouais, là, il s'échauffe. On doit respirer. Un peu, ouais. Quasi hier zwischen. Nee, aber auch eine Scheißstelle, aber der Ellbogenrand ist auch recht. Ja, da. Kannst halt nicht mehr zur Seite gehen. Ne? Nun bien haut et tout. Man spannt sich schon mal eine ganze Hüfte, aber nicht im Guten. Stahlhofen gegen Schlitte. Hellboy gegen den Titan Grip Monsterbär. Jetzt ist krass. Monsterbärchen. Monsterbärchen. Le Petit Fromage. Ich starte mal einmal, ich versuche mal was. Richtig starten? Ja, starte mal. Ich versuche immer noch, guck mal, ob das überhaupt was hält. Aber eklig, weil ich gleich wieder rausrutsche. Die kleinen Pfötchen. Na gut, sind immer alle Pfötchen klein bei mir, aber trotzdem. Pause? Ich bin Orlando, aber ich würde auch gerne in Georgien alle Georgier wegballern, das spricht wieder für Georgien. Das hieß ja Bobomi oder? Batumi, ja. Reicht doch. Das ist jetzt, weiß ich nicht, was ich dafür einen Urlaub machen werde. Ich würde ganz gerne, wenn ich dahin fahren kann. Auf jeden Fall einen günstigen. Ja. Aber so Disneyland ist schon geil, weißt du, dann kommst du da mal hin. Ach ja, warte. Steckt der Ring, der macht. Geht es jetzt um den Ring, oder? Der eine Ring. Wenn das verliere. Ja, sich alles zu knechten. Ne? Bisschen zu Matti? Aber nicht so schnell, bitte. Ne? Bisschen zu Matti? Ja. Ne, ich will ganz langsam versuchen. Okay. Ja. Ich hab mir gerade bei ihm angeguckt, das muss ja irgendwie gehen. Ja, bisschen, ja. Bisschen straight, Matti. Ja, ja. Ja. Du auch, bisschen straight. Ready, go! Oh! Ja. Oh, hast du. Wie hat er das denn gemacht? Wie hat er das gemacht? Ja, das war ein Hellboy. Erstmal grundsätzlich, brauchst du erstmal einen französischen Pass und dann geht's weiter. Okay, bisschen straight, Jungs. Ready, go. Komm, hol ihn dir. Zieh ihn rüber. Ja. Ellbogenposition verbessern. Komm mit dem Ellbogen ein bisschen vor, Matti, und hol dir. Hol dir ein bisschen die Höhe. Komm, du hast die Größe. Hol sie dir. Ja. Das war Michael Todd hier. Hallo, ganz kurz. Weint, aber nicht der Hellboy. Trainingslager erfolgreich hinter mich gebracht. Ersten Härtetest war eine richtig schöne Veranstaltung. Nochmal liebe Grüße gehen raus auch an den Mr. Ogre Tetze. Er hat ja wirklich toll gemacht in der Halbgottschmiede. Wir hatten ein paar Gäste aus Frankreich da, also ganz tolle Sportler um die herum. Sehr starke Typen, sehr starke Handgelenke besonders. War ein ganz guter Test. Philipp Stahlhofen, mein guter Freund und Ex-Waffelmasse, war auch mit am Start, auch einer der stärksten deutschen Leichtgewichte aller Zeiten, möchte ich sagen. Also richtig hoch besetztes Trainingslager da. Und was soll ich sagen? Lief ganz gut. Lief wirklich ganz gut. Viele tolle Gespräche geführt, auch mal wieder am Tisch gestanden nach längerer Zeit. War ein richtig schönes Gefühl. Jetzt bin ich aber ja, ganz gut ausgepowert. Momentan keine Schmerzen, obwohl das Schalten etwas schwer fällt, aber mal schauen. Also zumindest bin ich froh, dass alles gehalten hat, dass der Bizeps auch gehalten hat. Hatte ich noch am Anfang ein komisches Gefühl dabei, aber alles gut, alles problemlos. Und wir schauen mal, wie es mir dann morgen geht. So einfach. Der Problemarm ist nicht so problemarm.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar, lasst ein Like da, aktiviert das Glöckchen und folgt Hellboy Armwrestling Entertainment. Boom.